So, da sind wir wieder. Immer noch live Let's Play und dabei ist diesmal wieder der. Frank, hey Leute! Genau, und wir spielen jetzt ganz normal weiter, würde ich sagen. So, zurück zum Spiel. Letztes Mal habe ich ja nicht im Stream aufgenommen. Diesmal nehme ich wieder im Stream auf und letztes Mal war Frank auch nicht dabei. Wegen Zeitproblem, aber diesmal ist er wieder dabei und es erfreut uns natürlich alle mit größten Glückes. So. Wir hatten ja die Idee, nochmal zusammenfassen, habe ich gerade im Stream auch schon gesagt, eigentlich hätte ich jetzt gleich mal die Aufnahme holen können. Egal, sagen wir es nochmal so. Und zwar wollten wir hier mit allen Truppen uns ja nach Kairo runterzwängen und probieren das zu machen. Problem natürlich, wie du ja auch weißt, Frank, nach Kairo unten ist der Weg praktisch durch ein Nadelöhr. Der bewegt sich da ja so, da ist so ein Block daneben Felsen. Hier oben kommen wir auch nicht durch, laut Karte. Weiß nicht, irgendwie ist der einzige Weg hier unten, vielleicht übers Wasser oder so, hier rüber uns auf der Fläche hier auszubreiten. Naja, mal gucken. Wird schon irgendwie möglich sein und ich denke, wir legen einfach mal los hier. Ganz normal. So, ein Bautrupp haben wir hier oben und Einheit benötigt Befehle. So, wir probieren erstmal hier unsere Streitwagen wieder nach unten zu transportieren. Und ach, das war schon mit der Runde. Mehr sollen wir gar nicht machen. Ist ja angenehm. So. Und von da Es gab in unten. meinem Leben viele Katastrophen. Ja, danke. Wollte ich nicht wissen. So. Und jetzt haben die Handwerker wieder die Möglichkeit, zack, mal einen Bauernhof zu bauen. Und die Elefanten. Da unten geht's ja nicht durch, das ist ja die einzige Möglichkeit. So. Probieren wir wirklich mal alle Truppen wirklich nach unten zu bekommen. Zack. So. Und wir können eine neue Ausrichtung wählen. Und zwar Mystik und Spiele und Erholung. Frank, was wollen wir nehmen? Mal, was haben wir da für Vorteile? Müssen erstmal gucken, was können wir da im Einzelnen mit anstellen? Genau. Mystik, Orakel können wir machen. Eingebung haben wir noch und Offenbarung. Und Spiele und Erholung wäre möglich. Wir könnten Arena als Gebäude bauen, ein Kolosseum als Wunder, Unterhaltungskomplex, beziehungsweise Bezirk und Inseln können wir. Wirtschaft, Politik plus ein Wohnraum. Wie wär's mit der Mystik? Mystik? Die dauert doch nur 3 Runden, also wollen wir die schnell machen und dann können wir das nächste machen, oder? Genau, dann nehmen wir die Mystik. Das wäre vielleicht nicht schlecht. So. 3 Runden, das Das überstehen ist wir ja doch. das. Das ist möglich. Das wird uns nicht das Genick brechen. So, haben wir hier unten den Speer mal erledigt? Dann wird es wenigstens etwas mystisch. Genau. So. Übrigens, ich habe mich auch informiert, Wege gibt es jetzt nicht mehr in Civilization. 5, Ah, 6, okay. 6. Aber dafür kann man Man sich braucht keinen halt. Straßenbau. Nee, so Straßen gibt es nicht mehr. Aber dafür ist in diesen Feldern hier, in den Stadtfeldern, kann man sich halt mehr oder weniger frei bewegen. Die werden Also die nicht. Geländefelder, das sind ja alle gleich. Wie? Werden alle gleich behandelt. Die Geländefelder werden alle gleich behandelt. Wie meinst du es? Also praktisch, weil früher wurde einem, also in den früheren Versionen wurde ein, je nachdem welches Gelände, wurde ein stärker oder weniger Gelände, also Bewegungspunkte abgezogen, also bloß ein halber Bewegungspunkt oder ein Viertel Ja, Bewegungspunkt. okay. Manche haben Geländefelder ignoriert. Okay. Und hier scheint wahrscheinlich jetzt jedes Geländefeld gleich zu sein.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Weil über einen Hügel drüber oder so, wenn du da bloß noch einen halben Zug hattest, ging nicht. So. Ich werde jetzt die Idee praktizieren, mit den größeren Einheiten unten übers Wasser zu reisen. Aber ich sag's mal so, wenn Civilization 6 wirklich eine intelligente KI hat. Übrigens, kleine Frage, übersteuere ich? Frank? Bitte? Übersteuere ich? Nein. Gut, weil ich sehe hier ein bisschen immer so aus in meiner Aufnahme. So, wenn Civilization 6 angeblich so eine ultra intelligente KI hat, soll es mir bitte doch möglich sein, soll es doch möglich sein eigentlich, dass Kairo inzwischen weiß, dass wir auf sie zukommen und Truppen ausbilden, oder? Mhm. Weil das macht für mich eine das KI irgendwie aus, dass die so intelligent sind und selber wissen, wenn sie angegriffen werden. Wie sieht's eigentlich da unten aus? Sieht es da noch ganz... Haben wir da was eingenommen, oder? Wo meinst du unten? Nee, hier unten, genau da. Genau da, wo du gerade bist. Genau, da, wo die ganzen Truppen sind. Ist ja die Verzögerung. Da, wo die warte, wo ich gerade bin, Warte mal, wie heißt das? Wie heißt das Nest? Kairo. Meinst du Kairo? Ja. Unten hinter den Bergen, bei den Nadelöhren, Anführungszeichen? Hinter dem Hügel, genau. Genau, ja klar. Das ist ja mein, das, was so aussieht wie eine Zunge. Mein geliebtes Nadelöhr ist das, Da, jetzt da wollen wir jetzt ja reinwandern und die wollen wir erledigen. So, das ist ja das aktuelle Ziel. Aber ich weiß halt nicht, ob es funktioniert. Derzeit hoffe ich noch, aber... So. Einmal gucken... So unsere ersten Truppen. Haben wir denn jetzt mit allen? Haben wir denn jetzt mit allen Frieden oder ist irgendwo? Wir haben derzeit mit allen Frieden, aber derzeit ist ja auch die Idee, Kairo zu erledigen. Und deswegen, aber Kairo hat anscheinend schon eine Truppe ausgebildet. Also scheint es wirklich mehr oder weniger eine KI zu sein. Also wirklich eine KI und nicht nur eine K. Was ich natürlich sehr gut finde. Und also da steht, beziehungsweise steht ein schwerer Streitwagen da, aber der verteidigt halt schon ordentlich und der hat ihn halt so positioniert, dass es schwer wird, Kairo einzunehmen. Aber man muss halt auch so sagen, wir haben, okay, Politik ändern. Wir haben jetzt neu ein Eingebung. Plus zwei großer Wirtschaftlerpunkte pro Runde. Wissenschaftlerpunkte pro Runde. Ist jetzt nicht so das, was wir brauchen. Ich würde mal sagen, wir wählen jetzt die nächste. Und jetzt haben wir Theologie oder Spiele und Erholung? Theologie. Gut, habe ich mir schon gedacht, dass du das nimmst. Und wir können einen Gesandten schicken, und zwar entweder nach Hongkong oder nach Karthago. Und ich finde tatsächlich für Karthago, weil wir in Hongkong schon einen haben. So. Und dann probieren wir hier mal. Also wir haben jetzt derzeit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Truppen, die auf Kairo zugehen. Und also rein theoretisch 11 Truppen. Also denke ich, wird es schon möglich sein, dass wir Kairo kriegen. Und man muss ja so sehen, muss ich tatsächlich zugeben. Wir müssen zusehen, dass wir bessere Einheiten produzieren. Ja, wir haben unsere Technologie schnell voranführen, um so schnell wie möglich, besser entwickeltere Einheiten zu produzieren. Aber ich muss sagen, diese Elefanteneinheit ist schon verdammt gut. Also die hat schon was, ja. Was sehr gut ist. So. So, dann schnell mal reinstecken das Telefon, sonst schmiert das Ding hier gleich ab. Das ist eine gute Idee.
Übrigens, ich frage das jetzt einfach mal so eine Aufnahme. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das jetzt mal ein paar Tage. Soll ich 20-Minuten-Folgen am Tag hochladen? Weil mir macht das Spiel in letzter Zeit so viel Spaß. Und deswegen frage ich mal, schreibt es in die Kommentare, wenn ja, oder gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn ja. Dann lade ich in Zukunft 20-Minuten-Folgen am Tag hoch. Weil ich finde einfach, Civilization macht mir so viel Spaß und ich nehme da so viel zu viel auf. Ich habe jetzt, wo ich das aufnehme, habe ich eigentlich schon anderthalb Wochen vorproduziert. Also, es ist einfach ein so geiles Spiel. Es ist einfach, es ist unbeschreiblich. Das ist wirklich, anders kann man es nicht formulieren. Es ist wirklich und Spaß. Civilization 5 war ein Kracher, Civilization 6 packt nochmal einen drauf. Also, es ist wirklich unvergleichlich. So. Ja, wir haben auch versucht, den Klassiker zu spielen, Civilization 2, aber es hat leider nicht funktioniert. Es hat sich nicht installieren lassen. Die CD ist leider schon zu alt. Die ist für Windows 95 produziert worden, also könnt ihr euch ja vorstellen, wie alt das Ding ist. Und das ist 96 rausgekommen, das Spiel. Und leider ist es nicht mehr kompatibel. Es ließe sich zwar auch vielleicht ein Patch finden, aber das ist ziemlich schwierig, weil man da auch den richtigen Patch finden muss, dass das Spiel überhaupt funktioniert und dass es sich überhaupt installieren lässt. Und wir haben auch schon mal probiert, einen Simulator darunter zu laden oder das Spiel runterzuladen. Das geht auch soweit, aber sobald man die erste Stadt baut, stürzt das Spiel ab. Und naja, also das klappt so nicht. Ja, und vor allen Dingen war die Version auch echt in nicht gut. Und der war auch nicht gut. Also es war einfach nicht das, was es war. Das ist einfach nicht Civilization gewesen. Okay, aber darüber müssen wir im Wechseln. Civilization 6 haut sowieso nochmal eine Schippe auf alles rauf. Mhm. Und deswegen will der gewisse Kairo Nano was wissen. Und zwar, ich müsste blind sein, um eure Armee vor meinen Augen nicht zu erkennen. Ziehen sie nur von unseren Grenzen ab, außer... zieht sie von unseren Grenzen ab, außer ihr wollt Krieg. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Eure Sorge ist nicht unbegründet. Krieg erklären oder diese Bitte ignorieren. Unsere Truppen ziehen nur vorbei. Nee, ich weiß nicht. Ich würde eigentlich ignorieren. Und dann ignorieren und dann platt machen. Weil nur vorbeiziehen, das ist so... Ich sag mal, wir ignorieren die. Weil nur vorbeiziehen, das wäre so, wenn wir sagen, wir ziehen nur vorbei, das wäre irgendwie ein bisschen auffällig, denke ich. Oder? Naja, die, ich denke mal, die riechen den Braten sowieso schon. Ja, die werden ihn riechen, aber... Ach, weißt du, was mir da einfällt? Wir müssen ihnen den Krieg erklären. Das ist jetzt ja scheiße. Fuck. So, auf Wiedersehen. So, wir müssen denen den Krieg erklären, dann können wir nicht durch die Grenzen. Wir haben ja keine offenen Grenzen. Mhm. Ach, Kacke. Aber was soll man denen den Krieg erklären? Oh, das wird nicht einfach. Nein, der Plan ist ja sowieso ein Krieg. Aber wenn wir denen den Krieg erklären, sind die Grenzen halt offen für uns. Es wäre jetzt ja kein großer Nachteil. Das Problem ist, es staut sich hier hinten ja jetzt auch alles dadurch, dass wir da halt überhaupt nicht vorankommen. Zack. Wenn man einfach angreift, dann müsste es ja eigentlich auch gehen. Nee, wir kommen ja nicht durch die Grenzen. Die sind ja geschlossen für uns. Ach so. Wir müssen ja praktisch einen Krieg erklären, um die Grenzen zu öffnen. Ja, normalerweise muss man doch angreifen können, ohne dass man denen irgendwie was erklären muss. Nee, wir haben aber mit dem Friedensangebot haben wir die Grenzen automatisch komplett geschlossen. Mhm. Und mit der Kriegsmaschinerie kommen wir da nicht weiter? Nee. Mist. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt noch ein paar Runden abwarten, denen den Krieg erklären und dann müssen wir loslegen. Aber ganz ehrlich, wir haben hier 9 Truppen. Also ich sag mal, wenn wir das nicht gewinnen, dann nennen wir das billig. Also. Ähm.
Ah, Beförderung können wir, befördern können wir hier eine. So, wir nehmen einfach mal das. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Und nächste Runde, so. Und, ach, wir sind direkt dran. Können aber immer noch keinen Krieg erklären. So, zack. Jetzt aber die nächste Runde. Jetzt sollten wir noch langsam einen Krieg erklären können, oder? Das ist doch mein Ziel eigentlich. Zuerst mal ist eine Produktion fertig. Sag bitte nicht, wir haben hier noch... noch einen Streitwagen. Oh, und noch mehr Kosten. So. Ja, ich mal dafür eine Bibliothek zu bauen und das machen wir einfach mal. Wir graden praktisch den Campus ab. Ah doch, ich komme da rein, na klar. Krieg erklären. Durch den Zug beginnt ihr den Krieg mit Arabien. Das Problem ist, bisher sehen wir ja nur Kairo, aber wir hätten Kairo dann eingenommen. Also erkläre Krieg. فليس من عادة الملوك قتل بعضها البعض. Gut, jetzt wurde uns... ich warne euch vor derartigen Blutvergießen. Das Blut schläft nie. Auf Wiedersehen. Das ist mir alles egal. Ich gehe jetzt in Krieg mit denen. Ich habe damit kein Problem. Ah, und jetzt können wir nämlich auch darüber. Das ist doch perfekt. Zack und zack. Also geht, ja. Und jetzt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wir sind jetzt schon mit 3 Einheiten da drin. Zack. Mhm. Und dann haben wir noch 2 auf dem Wasser. 3 auf dem Wasser praktisch, aber nur eine ist drin. Und dann gehen wir hier nämlich noch ein bisschen. Zack, dann erledigen wir die hier hinten. Die wollte schon die ganze Zeit mal loswerden. Ich denke eh nicht, dass wir in den Krieg viel loswerden, was ja eigentlich das Ziel irgendwie ist. Ich denke, unsere Chancen stehen tatsächlich sehr, sehr gut. Aber ja. Vielleicht sollten wir auch nicht zu früh kalkulieren. Vielleicht ist genau das der Fehler. So. Wenn uns England jetzt den Krieg erklärt, dann haben wir auch ein Problem oben an der Grenze. Dann haben wir mit 2 einen Krieg und das wird natürlich nicht einfach. So. Alter, die haben ja aber auch alles voll. So, ich möchte jetzt bitte mal dran sein. Die einen nennen es Magie. Los, Maschinenbau. Wir haben Maschinenbau erforscht, aber ich will jetzt erstmal bitte hier meine kriegerischen Sachen vollziehen. Warum komme ich hier nicht mehr auf Land? Erstmal hier mit hier raus. Zack. Können wir gleich nachrücken. So. Das. Hallo? Ja, genau. Das ist erledigt. Wie sieht's aus da unten? Gut. Naja. Wie kommen die Truppen? Aber man kommt da auch nicht mit Schiffen und sowas ran. Geht auch nicht. Ja, wir kommen nicht mehr auf den Land mit den Schiffen. Hm. Warum auch immer. Muss erstmal eine Forschung wählen und eine Runde aussetzen anscheinend. Ja. Ah nee, warte, ich kann mit den Elefanten hier noch rübergehen. Wodurch ich da eine sehr, sehr starke Truppe halt habe. Die können nichts mehr machen. Standen da unten nicht 3 Städte? Nee, ich glaube nicht, nee. Irgendwo waren doch da 3 Städte. Hier oben bei Paris. Paris, Lyon und Toulouse oder so. Kann ich nicht aussprechen, aber das war auf jeden Fall da oben. Toulouse wahrscheinlich. Toulouse, genau. Die werden nämlich ablosen, also Toulouse, verstehst du? zack. Also so wie ich hier gerade einmarschiere, sollten wir eigentlich ganz Arabien vernichten können und nicht nur, und nicht nur einen kleinen Teil Arabiens.